Müsste man eigentlich machen. So, wo war ich eigentlich hin auf dem Weg? Oh, ich bin ja komplett in die falsche Richtung geritten. Wie konnte das passieren? Wahrscheinlich, weil ich wieder dem Hauptmissionsmarker nachgelaufen bin. Ja, natürlich. Langsam. Wie geht denn das gleich nochmal? Man kann doch auch. Es geht doch, oder? Dass ich zu Plötze sage, Plötze, ich will dahin. Navigier mich dahin. Ach, wisst ihr was? Da vorne ist ein Schnellreisepunkt. Machen wir einfach das. Bevor wir jetzt nochmal durch die halbe Welt reiten. Ich muss mich erst wieder ein bisschen umorientieren. Sodala. Los geht's. Ja, ich schaue mir das jetzt die Woche mal an und wenn ich Fragen habe, dann melde ich mich bei dir. So, jetzt passt auf. Du bist, glaube ich, nicht nur Händler, sondern auch Quest-Mensch. Stimmt's? Dich wiederzusehen ist mir eine große Freude. Das freut mich, dass es dich freut. Dann freuen wir uns alle. Lust auf ein Pferderennen? Oh Gott, ja genau, ein Pferderennen. Ich weiß, ihr Plötze ist total super. Ich liebe Plötze. Und dass Plötze so bescheuert funktionieren und sich teilweise nicht steuern lässt, ist super. Aber wenn dann mal... Also ich meine, für so eine Rennmechanik ist das halt vielleicht nicht unbedingt. Ah. Ich habe viel über Stuten aus Ophir gehört, dass sie schnell sind. Lust auf ein Rennen. Schnell wie der Westwind sind unsere Pferde. Das zu zeigen wäre eine Ehre. Also ein Rennen. Ist denn der Westwind schneller als andere Winde? Glaube ich nicht. Also ich habe keine Ahnung. In der Witcher Westwindwelt. Auf die Plätze, fertig, los! Hey, der hat mich abgedrängt. Disqualifizieren. Sofort. Es fällt mir so schwer, hier auf der richtigen Route zu bleiben. Ich muss eigentlich dauernd auf die Minimap gucken und daher weiß ich nicht, wie der Weg ist und es ist furchtbar. Es ist die Hölle. What? Plätze, spring! Das war interessant. Das war höchst interessant. Geralt, während eines Rennens verhauen wir keine Monster. Wo muss ich lang? Da lang. Oh Gott, ich hab's geguckt. Genau das passiert. Und jetzt? Nein! Muss ich aufhören zu galoppieren, weil wir keine Ausdauer mehr haben. Komm schon, schnell, den holen wir uns. Wie weit ist es denn noch? Man weiß es nicht. Vorsicht, Ziegen! Nein, Plötze, was machst denn du bitte? Hallo? Ich habe nichts gemacht. Das ist eben Plötze. Plötze hat halt seinen eigenen Geist. Aber wir haben es geschafft. Stuten aus Ophir sind vielleicht schnell wie der Wind, aber nicht so schnell wie Plötze. Ich gratuliere dir. Einen Sattel bekommst du, als Andenken an unseren Wettstreit. Damit wirst du ein noch schnellerer Reiter. Danke. Was sagst du dazu, Plötze? Wie ein Mann sein Pferd behandelt, sagt viel über ihn. Unsere Legenden erzählen von einer Zeit, als die Liebe zusammenbrachte den Himmel und die Steppe. Und so wurde die erste Stute geboren. Schwach waren die Menschen. Sie fielen zahlreichen Gefahren zum Opfer. Die Stute zog sie groß und nährte sie mit ihrer Milch. Sie wurden stark, dann ließ sie sie aufsatteln. Sie wurden zu Kriegern und kämpften gegen all ihre Feinde. Die Legenden lehren uns, unsere Pferde zu achten, denn sie sind edel. Schöne Geschichte. Danke dafür. Und für das Rennen. Na dann, leb wohl. Pass auf dich auf. Geh und der Ruhm der Welt sei mit dir. Ihre unendliche Schöpfung sei gelobt. Lebe wohl. Er ist auch ein bisschen eine Drama Queen, oder?
alles immer gleich super übertreiben, der Händler. Ich fand es schön, wie die jetzt nach ihrer Cutscene, nachdem sie geredet haben, beide wortlos quasi wieder an den Anfangspunkt des Gesprächs gegangen sind, um dort das Gespräch zu beenden. Oder beziehungsweise wieder in den Gesprächsloop quasi zurückgehen. Gänse, lauf, Geralt, die klauen dir alles. Dein Schwert, deine Hosen, deine Brille. Alles. Nix ist sicher vor diesen Bestien. Ich meine, mit Wyvern und Sumpfweibern können wir es aufnehmen, aber Gänse? Ich glaube da... Boah, das fällt mir gerade ein. Die Untitled Goose Game Guns. Das wäre, glaube ich, jetzt, fällt mir spontan ein, mein Nummer 1 Favorit für Smash Brothers als neuer Kämpfer. Das wäre super. Da müsste man ein bisschen kreativ sein beim Moveset, aber das wäre interessant. Auf jeden Fall ein interessanter Kämpfer. Hallo Finn! Wie geht's? Die Untitled Goose Game Goose. Das wär's. Das wär der DLC-Kämpfer. Mal schauen, was wir hier haben. Pater Glättfrieds Pastoraltagebuch. Kryptaschlüssel. Na, da habe ich ja Lust drauf, in so eine Krypta zu gehen. Hahaha. Das Tagebuch ist mit Blut befleckt und schwer beschädigt. Nur die letzte Seite lässt sich noch entziffern. Meine Predigtreisen zum Ruhm des Feuers führten mich als nächstes ins Dorf Brunwich. Das klingt wie ein Arkham Horror, wie ein Cthulhu-Mythos-Ort. Brunwich Horror, wegen Dunwich wahrscheinlich, Dunwich. Brunwich. Naja, ist ja egal. Das sich um den See herum schmiegt. Das kommt mir bekannt vor. Und, Moment mal, hier sind wir, oder? Und während das erleuchtet, was? Und wahrlich, der Wind irritiert mich gerade, der ist so laut auf meinen Ohren. Und wahrlich, was erleuchtete die allerheiligste Flamme dort? Für mich eine Gruppe von Heiden mit verhärteten Herzen. Zu sehr der Sünde, in Sünde verfallen, um auch nur einen verfluchten Finger zu krümmen, der sich um den Herd des ewigen Feuers kümmern könnte. Was laberst du da, Pastor? Vom heiligen Zorn erfüllt, fragte ich sie, warum ist eure Kapelle in so einem jämmerlichen Zustand? Warum ist euer Friedhof mit Unkraut bedeckt? Ihre Antwort? Geister. Flüche suchen den heiligen Boden heim. Sie beschuldigten die Frau des Ältesten, sagen, sie sei von ihrem Reichtum in den Wahnsinn getrieben worden und, unlesbarer Abschnitt, seit dieser Tragödie liegt die Kapelle in Ruinen und niemand wagt es, sich ihr zu nähern. So liegt es nun an mir, diese verblendeten, verlorenen Schafe zurück auf den rechten Weg zu führen. Hinweg von dem Unrat, an den sie glauben. Ich habe vor, die Kapelle allein zu betreten. Nur mit einer Fackel des ewigen Feuers, die meinen Weg erhellen wird. Und nun, und dann herauszufinden, was dort darin lauert. Ja. Ich mache ihm wenigstens seine Fackel mache ich ihm nochmal an. Dann hat er wenigstens noch sein ewiges Feuer. Das scheint ihm wichtig zu sein. Wo ist jetzt der Schatz? Bist du der Schatz? Ne, wahrscheinlich ist der Schatz genau unter dir irgendwo. Erscheinungen. Ich brauche für Erscheinungen Jirden. Au! 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 Und dass die mich nicht so niederkombonen, bräuchte ich bitte auch. Au! Zum Glück machen die mir nicht viel Schaden, ey. Na warte! Jürgen! Komm mal hier in die Falle, bitte, Geist. Haha!
Ich habe Angst, dass mein Silberschwert kaputt geht. Aber ich habe kein Reparaturset. Hm, ich hätte vielleicht den Händler, den Pferderennenhändler. Das ist eine gute Idee. Gehen wir noch mal kurz zurück zum Pferderennenhändler. Vielleicht hat der Schwertreparatursets. Das wäre eine gute Idee. Ja, wenn das jetzt irgendwie kaputt geht oder so, das wäre ja auch irgendwie doof, ne? Was sollen denn die Nachbarn denken? Dann sagen sie wieder, guck mal, da kommt wieder dieser eine Hexer mit seinem kaputten Schwert. Also wie der rumläuft. Also mit so einer Silberklinge würde ich ja nicht aus dem Haus gehen. Und dann schämt sich Geralt wieder. Weil in seinem Herzen möchte er einfach nur dazugehören eigentlich. Händler! Steck mir mal das Schwert weg, Geralt. Das ist unhöflich. Mit gezogenem Schwert auf Leute zu laufen. Das weckt, glaube ich, falsche Assoziation bei denen. Große Freude. Ich würde gerne Waren kaufen. Was hast du aus Ophir alles dabei? Darf ich mal sehen? Was hat er aus Ophir alles dabei? Leider nichts, was wir brauchen können. Ein ophirischer Säbel. Nee. Nö. Ha. Schade, schade. Hey, aber warte, wenn wir jetzt schon hier sind. Der hat nur 500 Geld. Nicht so viel Geld. Hey, warte mal. Ich habe hier ein Waffenreparaturset. Das muss ich irgendwo vor kurzem gefunden haben. Nehmen wir ihm noch sein ganzes Geld ab. Pass auf dich auf. Geh und der Ruhm der Welt sei mit dir. Ihre unendliche Schöpfung... Jaha. Ich hab's schon beim ersten Mal verstanden. Inventory. Wollen wir die Eselsohren aufsetzen, vorsichtshalber? Nee, die Maske ist schon... Die Maske ist schon toll. Mann, die Waffe ist so kaputt, dass die jetzt immer noch kaputt ist, obwohl ich die mit einem kleinen Reparaturset repariert habe. Silberschwert, Silberschwert, du machst mir Sorgen. 40%? Naja, komm. 40%, das geht eigentlich. Es ist quasi fast die Hälfte des Maximalzustands. Dass die dann überhaupt noch so rot markiert ist, wundert mich. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Geralt? Ich glaube, wir haben uns verlaufen. Ich glaube, wir müssen darüber. Der ist wirklich die Markierung hier für diesen Schatz. Naja, trotzdem. Ich pflück mal ein paar Blumen. Irgendwann habe ich doch mal für irgendwas ganz viel Blumen gebraucht. Und dann habe ich mich geärgert, dass ich irgendwann mitten im Spiel aufgehört habe, Blumen zu pflücken. Weil ich der festen Überzeugung war, dass ich für mein ganzes Leben genug Blumen habe. Und habe wieder was gelernt. Man kann nie genug looten. Man kann nie genug looten. Doch in sehr vielen Spielen kann man sehr schnell von bestimmten Sachen sehr viel zu viel haben. Aber eigentlich nicht. Es geht ja nur ums Aufräumen beim Looten. Für mich. Oh oh! Die verfluchte Mutter! Ich hätte vielleicht vor dem Kampf noch ein bisschen meditieren sollen, damit ich wenigstens, die ganzen Heiltränke nutzen kann. Jetzt bin ich ein bisschen vergiftet, aber es geht schon. Komm her, verfluchte Mutter. Hey, du verfluchte Mutter, du. Kommst du jetzt? Danke. Dieser Kreis ist ein bisschen klein, ne? Könnte man wahrscheinlich größer machen. Aber ich habe es ja schon öfter gesagt, das Skill-System aus Witcher 3 mag ich einfach nicht. Ich meine, ich verstehe den Gedanken dahinter. Und ich finde den Gedanken in der Theorie sogar cool. Aber in der Praxis macht es mir echt einfach keinen Spaß, leider.
im Grunde sollte man halt immer gucken, auf was muss ich mich hier einstellen. Okay, heute steht hier eine verfluchte Geistermutter auf dem Programm und dann muss man die richtigen Tränke nehmen und die richtigen Slots belegen und die Fähigkeiten richtig ausrüsten und nochmal meditieren und ich finde das in der Theorie eine coole Idee, dass man sich auf jeden Kampf wirklich vorbereitet quasi. Aber in der Realität nerven mich diese Mechaniken dann einfach doch sehr schnell und ich mache einfach so ein All-Around-Paket, das ich dann für alles benutze und fertig. Naja. Als weitere Amtshandlung unseres Papstes Abraxe wird jeder NTP unabhängig seines Geschlechts und seiner Gesinnung auf dem Schafott geführt, wenn er sich den Cheats oder der unangebrachten Unhöflichkeit zu Schulden kommen lässt. ganz schön drastische Mittel von unserem neuen Tentakelpapst. Dann haben wir bald keine NPCs mehr, wenn die sich nicht... Ich meine, NPCs sind dafür da, dass die doof sind. So. Ah. Ed Bahards Abschiedsnotiz. Mir ist nichts geblieben. Gar nichts. Alles, was mir bleibt, ist die Geschichte meiner Familie aufzuzeichnen. Eine Geschichte voller Furcht und Schrecken. Möge ich sie in diesem Brief niederschreiben können, bevor ich selbst dahin scheide. Sorry, ich war gerade abgelenkt. Es scheint ein Traum zu sein, der sich wie der Morgennebel auflöst. Doch es gibt eine Zeit, in der wir glücklich waren. Meine wunderschöne Frau Ornesta und ich. Unsere Hochzeit war ein gesellschaftliches Großereignis und ein rauschendes Fest. Ein Jahr später wurde unsere geliebte Mildburga geboren. Die Leute priesen die Schönheit unserer Tochter, sagten, sie sei ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten. Ornesta verärgerte das immer etwas, doch ich schenkte dem damals keine Beachtung. Bald schon wuchs unsere Familie weiter. Erst kam Mathilda, dann Ethel. Beide so rein wie Engel. Doch Ornesta, nun, ich werde nie den Abend vergessen, an dem sie da saß und ihr langes, kastanienbraunes Haar kämmte, während die Mädchen weinten und weinten. Ich sagte zu ihr, Liebes, ich glaube, die Mädchen haben Hunger. Daraufhin cancelte sie mich das erste Mal ab, sagte, sie hätten kein Recht darauf, hungrig zu sein, dass sie ihr ihre Schönheit und ihre Jugend gestohlen hätten, dass das mehr als genug sei, von dem sie zehren könnten. Ich hätte es damals schon wissen sollen. Ich hätte wissen sollen, dass sich der Wahnsinn in den Verstand meiner Geliebten eingeschlichen hatte und dass er sich mit dem Kompliment, das unser Kind erhielt, tiefer dort eingrub. Jahr für Jahr wurden die Mädchen größer und anmutiger, aber die Zeit meinte es mit den Alten nicht gut. Und auch Ornesta blieb von ihrer Grausamkeit nicht verschont. Ihre Haut wurde faltig und verlor den Glanz der Jugend. Sack bloß. Jetzt wird die älter und kriegt Falten. Crazy shit. Hast du noch so spannende Erkenntnisse hier aufgeschrieben? Eines Nachts weckte mich das Mondlicht. Okay. Dass die ganze Welt in einem gespenstischen Schein taucht. Ich sah mich in ihrer Hütte um. Sie war leer. Ich lief zur Tür hinaus und entdeckte Abdrücke von nackten Füßen, die zum Friedhof an der Kapelle führten. Als ich sie sah, klopfte mein Herz bis zum Hals. Ich fand sie alle drei um den Springbrunnen drapiert. Wäre ich nicht ihr Vater gewesen, ich hätte sie nicht erkannt. Tiefe Schnitte verunstalteten ihre liebreizenden Gesichter, Hautfalten und sogar Fleischstücke lagen überall verstreut. Gottes Willen. Als ich noch den Anblick dieses Schlachtfestes auf mich wirken ließ, hatte ich das Gefühl, dass mich jemand beobachtete. Und so war es auch.
Ernesta stand auf einem Hocker bei einem einsamen Baum. Um ihren Hals lag ein Seil, wie eine dämonische Halskette. Sie nahm mir alles, alles, was ich hatte, alles, was mir etwas bedeutete, sagte sie. Dann sprang sie. Sie ist tot. Meine Ernesta, meine drei Töchter. Auch sie sind nicht mehr. Ich werde ihnen schon bald folgen. Ich habe alles getan. Was? Ich habe alles genommen, was ich besitze, den Göttern geopfert. Vielleicht vergeben sie mir und meiner geliebten Ernesta. Tja. Ende gut, alles gut. Oder so. Irgendwie. Ich meine, bei Witcher 3 wird es vielleicht so ein bisschen die Stimmung brechen. Da wird es nicht ganz zur Narrative passen. Aber bei so Spielen wie Mass Effect oder Cyberpunk verstehe ich nicht ganz, warum man sich solche Texte nicht einfach von einer automatischen Roboter-Vorlesstimme vorlesen kann. Wie Audiologs. Währenddessen kann man weiterspielen, die Orte erkunden, die Umgebung auf sich wirken lassen und hört dann diese automatische Stimme, wie die Sachen vorliest. Mein Gott, ein Strudel von Rehe. Kein Rudel, sondern ein Strudel. So wie die gerade rumstrudelten. Hey, ich glaube, ihr seid irgendwie, eure Herde ist da lang gelaufen. Pferde, ich will euch nicht noch weiter wegscheuchen. Ich möchte nur auf mein Pferd. Lauft jetzt zu eurer Familie. Lauf! So.